Hey ho, ihr Leute, hier bin ich wieder. Es geht weiter im Mesa-Projekt des gigantischen Ausmaßes, was es überhaupt gibt. Ich bin schon ein wenig durchgeknallt. Ihr seht das, das kommt von all der roten Tonerde, die mir hier in die Nase schnupft. Und apropos rot, kann ich euch dazu sagen, es wird heute noch wirklich viel roter als rot, denn ich mache mein Versprechen wahr und wir werden auf jeden Fall in dieser Folge noch in Nether gehen. Jawohl, ne, heute ist es mal soweit. Muss sein, es wird höchste Zeit. Deswegen lass uns mal lieber schnell anfangen. Ja, was mich schon zum ersten Problem überhaupt bringt, nämlich die Frage, wie ich jetzt hier wieder runterkomme. Also in der letzten Folge habe ich ja hier diesen Eingang verziert, etwas, da bin ich auch noch bei. Ich bin da noch gar nicht viel weitergekommen. Und ja, ich hatte eine spontane Idee, nämlich in der Mitte so eine graue Verzierung hochzuziehen. Und das habe ich auch mal gemacht, um ja auch direkt einen Eindruck über die Höhe zu verschaffen, die hinterher dieses ja, Eingangsportal so erreichen soll. Da soll irgendwie so eine Art Turm oder so hin. Und ja, jetzt stehe ich hier oben und ich würde mal vorschlagen, ich bin jetzt mal so ganz mutig, ja, der Klippenspringer vom Mesa Canyon. Ja, geht doch noch. Ne? Kann man alles noch aushalten. So, das mache ich immer am liebsten. Ah ja, gut, das sind jetzt so, oh, was habe ich denn, 12 oder so? Keine Ahnung. Irgendwie in dem Rahmen. Oh. So, das soll jetzt so da hoch irgendwie eine Verzierung und dann außen noch ein paar Türme und ah, herrlich, herrlich, herrlich. Aber das ist ja jetzt nicht so wirklich das wichtige Thema. Viel wichtiger ist, oh Mann, das geht alles jetzt hier nicht. Da muss ich hin. Schaffe ich das? Okay. Na, ich wollte hier noch ein paar, bevor ich es wieder vergesse, ja, das wollte ich mir jetzt schon zigtausendmal machen hier, auch in den Drehpausen. Und zwar einfach hier nochmal diese bunten Ziegel ersetzen gegen, oder Quatsch, das sind ja keine Ziegel, Tonsteine, ne, ersetzen gegen Grau. Mausgrau, ne? Oder ist das eher Aschgrau, Steingrau? Ist auch so ein alter Loriot. Ja, ihr wisst ja, ich habe sogar mal Loriot, als der arme Mann gestorben war, habe ich ihm eine Folge gewidmet, damals in der Bad Schönfels-Staffel. Und weil ich Loriot eben begnadet gut finde, hat immer so eine Art intelligenten Humor, finde ich, und herrlich. Ne? Und nicht solche miesen Zoten einfach nur die ganze Zeit. Ne? So. Und das ist eben auch so einer aus dem Film Ödipussy vom Loriot, den ich jedem nur empfehlen kann. Herrlich. Da geht er dann mit einer Psychologin zu einem alten Ehepaar, was so völlig depressiv da rumsitzt in einem völlig farblosen und grässlichen Wohnzimmer, die sich so gegenseitig anöden und die suchen halt therapeutischen Rat. Und Loriot hat halt diese Frau, diese Psychologin kennengelernt und ist so ein bisschen verknallt und geht da mit als Berater für, er hat nämlich ein Polstergeschäft, beziehungsweise ein Möbelgeschäft, so mit Polsterung und so, und dann nimmt er so Farbkataloge mit und während die Psychologin diesem alten, ergrauten Paar halt praktisch empfehlen möchte, die Wohnung doch einfach mal ein bisschen hübscher auszustatten, ein bisschen Farbe reinzubringen, ne? Kommt er natürlich so, er sieht sofort dann direkt, ach, das sind Leute, die wollen etwas Neues einrichten, super, da empfehle ich denen doch mal was, und dann empfiehlt er ihnen lauter Grautöne. Fallen ihm also wirklich statt lustigen, frühlingshaften Grün oder sonnigen Gelb, merkt, lässt er sich natürlich voll auf die Kundenwünsche ein, so als alter, erfahrener Verkäufer und empfiehlt dann so Steingrau und dann hätte er auch noch dann Aschgrau, Mausgrau und all diese Sachen. Ich finde das immer völlig lustig. Kann ich euch nur mal empfehlen. Der Film ist lauter, also voller solcher Kleinigkeiten. Ne? Auf jeden Fall immer sehenswert.
Und ja, was fiel mir noch gerade ein zum Thema Bad Schönfels, dass der Nachbuddler, einer meiner größten Fans, ne, der hat sich die alte Map von Bad Schönfels genommen und macht da jetzt auch ein kleines Let's Play und führt das so ein bisschen fort, was ich damals so angefangen habe, und ja, nimmt halt diese Welt, um sie halt wirklich noch mal ein bisschen nach seinem Geschmack zu verändern, auszubauen. Wenn ihr also Interesse habt, und das ist also auch noch mal ein schöner Rückblick in meine alte, ja, in meine Vergangenheit, ne, könnt ihr ruhig mal beim Nachbuddler auf NTS Scaerville auf YouTube nachgucken. NTS Scaerville. Und finde ich ja ganz nett. Dafür veröffentliche ich auch die alten Maps, damit ja Leute eben auch noch ein bisschen noch weiterspielen können, wenn sie Lust haben, ne? Also ich auch hier zum Beispiel die Ponderosa Map habe ich ja damals veröffentlicht, und als ich da fertig war, und die wurde auch zigmal runtergeladen, habe ich gesehen, aber bisher habe ich noch nichts gesehen, dass da Leute noch was gebaut hätten. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ist ja kein Muss, ne? Denke ich mal, ist für viele nur einfach so mal interessant, die meine Videos verfolgen, dass sie eben auch mal, ah, ich glaube, ach nee, hier die Ecke noch, dass sie dann eben selber mal da durchlaufen können. Gut. So, den Krempel, ja gut, kann ich hier noch mal, ist auch da noch was? Ich glaube, hier habe ich auch noch mal eine, ja, Dreckstufe. So, jetzt mal schnell gucken, dass ich es heil in meine Hütte schaffe. Uah! Man sollte vielleicht vorher das Schwert zur Hand nehmen. So. Gut, denn ich muss auf jeden Fall jetzt zurück zur Ponderosa. Das bedeutet aber, ich muss erstmal mein Zeugs hier ausleeren. Orange. Man hat viel Orange. Jack-O-Lantern baue ich jetzt nicht. Man hat viele orangene Truhenerde. Das ist so die zweithäufigste. Stelle ich fest. Stone Bricks. Jetzt muss ich natürlich alles mal mit hier lassen, was ich nicht brauche. Ja, die kostbare Stone, Koppelstein nehme ich auf jeden Fall mit. Oh ja, da sollten wir gleich mal gucken. Ich bin mir jetzt, ich war ja im Nether, aber ich habe jetzt keinen Überblick mehr, was ich da schon. Habe ich da eigentlich schon eine Kiste hingestellt? Ich glaube nicht. Also lasse ich mal die kostbaren Sachen hier. Ja, genau, mal eben noch schnell nachlegen. Das ist ja schnell gemacht. Obwohl, ach, den Fehler mache ich doch jedes Mal. Da soll ja kein Koppelstein mehr hin. Das ist ja so okay. Grau und Stained habe ich noch dabei. Oh. Gut, und dann nehmen wir noch hier das Zeug. Können wir hier lassen. Essen können wir ruhig mitnehmen. Das ist auch noch kostbar. Das können wir hier so lassen. Mal in der Baukiste dann hier wieder schnell. Bisschen Koppelstein rein. Ja, das hält uns jetzt so ein bisschen auf. Ich weiß, wir wollen ja unbedingt in Nether. Mal gucken, was da so los ist. Ich habe mich da schon mit diesen Zombies angelegt, ne? Also ganz mutig. Ich hatte allerdings, jetzt gebe ich das auch offen zu, nicht besonders viel Glück bei der Sache. Die haben mich ganz schön auseinandergepflückt. Zigmal habe ich da meine Sachen verloren. Ah, komm, einfach rein, und die kriegen einfach mal jeweils die Hälfte. Machen wir jetzt hier mal kurz und bündig, und dann lege ich mich kurz noch schlafen, damit ich sicher in mein Portalhaus komme. Oh, da kann ich ja jetzt sogar schon. Ach wohl, nee. Moment, den Teleporter habe ich noch nicht umgestellt. Ach, das muss ich auch noch machen. Man kommt ja zu nix.
Der steht immer noch da oben auf dem Berg, also muss ich immer noch über meine Holzbrücke dahin laufen. Ja, hallo. Toll, jetzt die, ja, die hole ich mir jetzt aber nicht. Jetzt ist aber gut. 20 Level habe ich auch schon wieder. Das ist doch gar nicht so schlecht. Zack. Erster Schritt, gallisches Dorf. Wie war das jetzt mit der Kiste? Die ist. Ah, warte mal, ich habe ihm bei Miraculix, genau. Da habe ich nämlich inzwischen eine Kiste hingestellt, meine ich. Jetzt ist schon ein paar Tage her, ne? Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Muss auch schon mal ein bisschen, bin auch schon mal ein bisschen vergesslich. Feld ist wieder da, also ich gucke mich ein bisschen um für die Leute, die das nicht kennen. Mein gallisches Dorf, ein bisschen an Asterix und Obelix angelehnt, als Inspiration habe ich es genommen. Sollte aber kein 1 zu 1 Abgleich werden. Auch das Trubadix-Haus habe ich immer noch nicht fertig. Ach, naja, dafür haben wir eine wunderschöne Helikoptermühle gebaut. Und funktionierende Felder, die ständig platt getrampelt werden. So, und hier ist eben die Druidenhöhle. Wo ich dann beim letzten Mal, als wir hier waren, meine ich, habe ich hier so rumgewerkelt. So, und hier habe ich nämlich meine Netherkiste. Ihr seht ja, dass ich schon ein bisschen was gemacht habe. Und ja, 7 Goldnuggets. Aha. Gut, die Knochen hier brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Was habe ich denn? Genug Stein. Ich habe sogar jetzt, das ist jetzt alles nicht so schlimm, kann ich alles mitnehmen. Wobei ich den. Ist egal, ist egal. Nehme ich jetzt mit, mache ich mir keine großen Gedanken mit. So. Alles klar. Waffe dabei. Ah, ein Feuerzeug. Wo ist denn mein Feuerzeug? Ein Feuerzeug nicht dabei zu haben, ist keine gute Idee im Nether. Ist echt. Oh, habe ich echt keins. Vielleicht hier in der Kiste, da habe ich noch so eine für meine Zauberwaffen. Auch nicht. Ja, da gut. Ne, dann dauert es eben noch ein bisschen länger. Dann rennen wir eben noch mal in den Steinbruch, in den Obelix, in die Obelix GmbH und Co. KG. Und hoffe, dass ich doch da ein Feuerzeug. Ich hatte doch ein Feuerzeug. Wo habe ich das denn schon wieder hingepackt? Kann doch nicht wahr sein. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Also. Jetzt aber. Mein Feuerzeug ist weg. Das muss ich verloren haben, als ich im Nether war und getötet wurde. Klarer Fall. Gut. Egal. Bauen wir uns ein neues, ne? Bauen wir uns ein neues. Wir haben doch alles. Wir haben alles da. Ey. Ist doch kein Problem. Ne? Was gibt's Schöneres, als sinnlos Material zu verschwenden? Nein, Feuerzeug sollte man auf jeden Fall mitnehmen in den Nether, weil, ja, sonst, es könnte halt sein, dass die Feuerquallen, das Portal ausschießen. Und dann kommt man nicht zurück. Da steht man auf dem Schlauch. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen uns. Was haben wir denn für ein Ziel? Haben wir irgendein spezielles Ziel im Nether? Nein, wir haben uns erstmal das Ziel, so ein bisschen umzuschauen. Mal zu gucken, dass mich vielleicht noch den ein oder anderen. Ja, da geht es schon weiter. Den ein oder anderen Weg freischlage. Dazu sollte ich vielleicht ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Eine Hacke vielleicht, die ich jetzt auch nicht zur Verfügung. Es zögert sich ein wenig raus, Leute. Ich hoffe, ihr habt heute Geduld mit mir. Ich bin etwas schlecht organisiert. Ich gebe es auch gerne zu. Muss auch mal sein. Guck mal, wir haben jetzt die Folge, boah, 39, kann das sein? Und wir haben schon so viel gebaut. Alles schon ein bisschen, ich glaube, wenn man das jetzt mal objektiv vergleicht mit zum Beispiel Ponderosa oder Bad Schönfels, war ich dort in Folge 38, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich da schon ein Dorf stehen hatte und ein gigantisches Projekt angefangen. Das geht aber jetzt auch. Das ist auch eine Folge dieser neuen, dieses neuen Konzepts meiner Serie, dass ich eben auch ab und zu mal in Creative Mode schalten kann. Also, dass ich eben die Sheets freigeschaltet habe. Dadurch bin ich einfach flexibler, auch in Drehpausen kann ich mehr reinhauen, ne? Und kommen ein bisschen schneller voran. Es ist wahrscheinlich auch für euch interessanter, weil es ein bisschen mehr zu sehen gibt oder schneller Erfolge,
gezeigt werden können, keine Ahnung, irgendwie ein Vorteil, muss ich mir ja jetzt aus dem Ärmel saugen, ne? Aber gut, jetzt habe ich es aber wirklich, jetzt ist es mir auch egal, jetzt renne ich rüber. Jetzt ist es wirklich Zeit, mein Gott, ich habe schon so oft darüber gesprochen. Nether hin und Nether her. Ne? Und trotzdem war ich noch nicht da. Seid ihr schon aufgeregt? Seid ihr schon aufgeregt? Ich hoffe es doch. Coole Abkürzung da über die Ranken. Fackeln habe ich auch dabei. Ja, ich habe ja schon ein paar Fackeln hingestellt. Hoho. Ja, und so habe ich sie halt hier schön eingebaut. Bisschen versetzt. Hallo. Ja, ihr habt bestimmt auch jetzt den neuen Portal-Sound bemerkt. Während ich hier mal ein bisschen laden lasse, so fair muss man sein. juckt mich ja jetzt, mich mit dem wieder anzulegen, aber dann habe ich sie wieder alle um Hals. Guck mal, jetzt sind schon wieder mehrere hier. Lasse ich das mal lieber. Auch dieser Lavastrom hier zum Beispiel, den ihr seht, den habe ich dann verursacht, ne? Also oben mal irgendwo ein Loch gebuddelt und da kam mir schon die Lava entgegen. Natürlich voll auf mich drauf. Ich konnte nicht mehr reagieren. Inzwischen. Das sieht aber cool aus, finde ich, ne? Das sieht echt cool aus. Wo kann man lang? Hier habe ich ein bisschen rausgeschlagen. Ach ja, hier habe ich sogar schon einen Weg gebaut. Hier mal rüber. So. Denn. Ah, wo war denn das? Ach Mensch, das ist ja jetzt viel wichtiger. Nochmal zum Portal, glaube ich, zurück. Ja, es lädt gerade wieder noch ein bisschen, deswegen, ne? Minecraft, Minecraft. Kann mich ja nur wiederholen, dass man das Ding einfach von vorne bis hinten neu programmieren müsste, statt diese Flickschusterei immer zu betreiben. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Aber hier vorne, seht ihr, da habe ich schon. Ist das nicht herrlich? Ja, ich komme hier aus dem Portal und sehe hier als erstes schon eine Festung. Wenn ich da dran denke, wie ich doch in der Ponderosa damals noch in dem Level Folgen um Folgen da gesucht habe nach einer Festung. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da auch hinkomme. Hier habe ich schon ein paar Markierungen gebaut. Sehr schön. Ja, Glowstone nach hinten noch. Ach, überall. Aber guck mal, jetzt hört das hier schon alles auf und ich weiß nicht mehr, wie ich da rüberkommen soll. Vielleicht kann ich da eine Brücke drüber bauen. Und dann da runter. Und dann dahin. Oder? Das wird aber heiß. Vor allem muss ich ja auf die. Ach du meine, ich muss ja daran denken, dass ich hier auch von den Feuerquallen beschossen werde. Und die würden mir das ja dauernd zertrümmern. Also ich glaube. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man sich hier einen Weg über den Berg baut. Oder erstmal nach unten und dann so außen rumläuft oder was? Hier komme ich gar nicht runter, ja. Hier ist alles. Also das sprichwörtliche Ende im Gelände. Oh, da sehe ich auch schon Blaze. Habe ich denn eine Möglichkeit, hinten rum zu laufen? Wo komme ich nicht? Ich komme in eine ganz andere Richtung. Also das ist natürlich auch sehr schön. Da habe ich mich gerade noch darüber gefreut, dass wir eine Festung sofort neben dem Portal, also in Sichtweite haben. Ja, und dann kommen wir da nicht ran, ne? Sondern es ist auch wirklich. Ich glaube, es schwebt hier alles. Das ist alles fliegend. Ich meine, ich finde das super, ne? Nether, ich bin ja ein Fan vom Nether. Viele finden den ja monoton und so, aber ich stehe auf sowas. Ja, ich mag auch Wüsten und so. Ich finde das alles total gut. Ich hasse Bäume. Ah, ja. Jetzt stehe ich am Schlauch. Jetzt stehe ich am Schlauch. Da hinten irgendwie rüber. Boah, wo kommt man denn da lang? Hier kommt man irgendwo lang. Moment, das war da. Jetzt gucke ich mal. Jetzt komme ich ja wieder nach links. So, also die Richtung stimmt doch, wenn ich jetzt hier langlaufe. Das müsste doch auch gehen, dass man hier irgendwie. Ich muss mal da auf diesen Zipfel laufen.
Boah, ist aber wirklich schwierig. Habe ich denn gar kein. Komm mal so ein bisschen Material hier hinhängen, damit ich hier mal rüberkomme. So. Auch eine Fackel so als Orientierung. Ah, schön. Ah, das war gut. Hier komme ich besser hin. Da ist mein Portal. Hier ist noch mehr Quarz. Den nehmen wir uns auch gleich natürlich mit. Und da ist die Festung wieder. Ja gut, die hört dann da aber auf. Oh, da komme ich auch nicht ran. Darüber. Das hört alles da auf. Irgendwie unheimlich viele fliegende Inseln hier. Spannend. Da ist auch interessant mit diesem Lava-Gedöne. Boah. Ja, aber krass. Krass, ne? Ja, gut, dann packe ich mir jetzt wenigstens mal schon mal den Quarz hier ein. Ach, warte mal, dafür sollte ich doch lieber eine Fortune-Hacke nehmen, die ich jetzt natürlich nicht. Ja, gut, dann komme ich wieder mit meiner Fortune-Hacke und werde dann hier so richtig schön ernten. Ja, ich bin nicht viel weitergekommen, ne? Wenn es mir gelingen würde, halt eine Brücke zu bauen mit Dach und Wänden ringsherum, also so ein Tunnel, dann geht das vielleicht, ne? Aber. Oder wenigstens da unten rüber. Aber da muss man erstmal runterkommen. Hier ist vielleicht eine Möglichkeit. Boah, ist das hier unübersichtlich. Wenn man jetzt hier. Wow. Oh, da ist aber auch nochmal auf jeden Fall Glowstone. Oh, komm, hier komme ich ja wieder hoch. Den lass mal hängen. Und hier werde ich auch direkt mal, damit ich das wiedererkenne, hier ein wenig ausbauen, damit ich ja wirklich weiß, wo ich bin. Sonst rennt man nämlich da stundenlang vorbei und weiß nicht mehr, wo man hochkommt. Baue ich mal hier so eine Treppe rein irgendwie. Ja, jedenfalls irgendwas. Damit ich schon mal sehe, dass ich da war. Oh, da ist ja Soul Sand. Schön. Und es geht weiter nach unten. Gucken wir mal da unten. Ja, da gibt es aber nichts da unten. Geht Fortune bei Glowstone eigentlich auch? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich glaube ja, ne, oder? Hier komme ich aber nach unten. Das habe ich mir jetzt auch etwas kompliziert gemacht. Ich bin eigentlich immer noch da, wo ich war. Super. Oh Mann. Okay, gucken wir mal. Bisher noch überhaupt keine Feuerquallen. Das ist ein bisschen erstaunlich. Ah, hier komme ich nach unten. Hier kann ich mir irgendwie was bauen. Aber nichtsdestotrotz checke ich mal den anderen Weg. Da ging ja noch eine andere Richtung weiter. Moment, wo war das denn? Mal wieder hoch. Ah. So, hier war doch noch ein anderer Weg. Hier. Fackel. Und. Ja, super, keine Möglichkeit, hier mal durchzukommen. Ach, Leute. Komm, hat man hier eine Chance, irgendwie durchzubrechen? Ja, wenn dann direkt auch noch. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ah, muss wieder laden. Ich hoffe mal, er tankt jetzt hier nicht alles. Einfach ignorieren. Direkt mal nach unten weiter. Das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Glaube, die Richtung wäre ganz okay.
Quarz. Ja, komm, egal, den nehme ich jetzt mit. Aber super, direkt mal eine Fackel hin, damit ich den wieder sehe. Ja, jetzt muss ich aber langsam mal durchbrechen, oder? Spannend. Ja, super, jetzt habe ich mich ja wirklich voll eingegraben und ohne Sinn und Verstand, mehr oder weniger. Komm, Zweierhöhe reicht jetzt auch mal, dann komme ich ein bisschen weiter, obwohl hier ist, geht es nicht mehr weiter. Das ist alles irgendwie Humbug. Ist oben irgendwas? Können wir da oben raus? Ja, das war jetzt ein richtiger klassischer, ja, klassische Sackgasse, wo man wirklich einen ganz falschen Instinkt hat. Jedenfalls kann ich hier noch schön Glowstone und Quarz ernten. Und das ist ja auch schon mal was. Das ist auf jeden Fall was. Ne? Mal gucken, ob wir den Quarz vielleicht sogar im Mesa-Projekt so ein bisschen als Verzierung anwenden können. So, guck mal, jetzt habe ich aber wenigstens mal ganz viel Glowstone, Quatsch, Netherrack in der Tasche. Sodass ich hier vielleicht auch mal nach unten kommen. Gucken wir mal, wie weit ich so runter. Wieder ein Schritt. Stück für Stück. Ah, komm, das schaffe ich doch. Na Jungs, wie geht's? Ah, komme ich überall noch. Glowstone. Boah. Juckt ja in den Fingern, dass man sich mal mit den Viechern anlegt, aber da habe ich wirklich jetzt schlechte Erfahrungen mitgemacht in den letzten drehfreien Spielminuten, die ich so hatte. Ey, habe ich was auf den Augen? Was ist denn hier los? Mach doch mal vernünftig. Komm da nicht ran. Ach, wisst ihr was? Ist doch egal, ne? Das schafft man also. Guck, da müssen wir hin. Dann hänge ich mir jetzt direkt auch noch mal ein paar Fackeln hier hin. So ungefähr. Und dann laufe ich jetzt erstmal kreuz und quer. Oder quer und kreuz, muss ich ja sagen. Ah, super viel Quarz noch. Herrlich. Oh. So, wo war denn die Festung? Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Euphorie macht sich breit. Bisschen breiter machen, besser ist das. Hui. Oh, guck mal, ist ja schon greifbar. Es ist ja schon greifbar. Guck mal, es gibt für alles eine Lösung. Man muss nur dranbleiben. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man muss dann einfach nur noch eben über diesen Lavasee schwimmen. Aber guck mal, das ist doch jetzt schon eher zu machen, dass man hier so irgendwie rüber, dann da unten in den Turm. Darauf spekuliere ich. Immer noch keine Feuerquallen. Außerdem irritiert mich das viele Feuer hier. Da sehe ich mich schon drin landen. So, da muss ich wieder hin. Da ist irgendwo mein Portal. Hier über mir. Könnte man auch einen Turm nach unten bauen, dann direkt hier raus. Sollte man eigentlich alles machen, ne? Dass das richtig vernünftig ist, wenn man da öfters hin muss. Klar, Blaze Farm ist interessant für Leveln. Sicher. Und diese ganzen Sachen. Außerdem bin ich hier natürlich auch hinter den schwarzen Skeletten her. Auf jeden Fall. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier direkt die Brücke anfange, das ist doch cool. Das kann man doch machen. Also hier so irgendwie. Was ist das? Moment. Ja. Die beiden Brocken hier.
Na, das ist durchaus spannend, auch für mich, der das, der ich das schon oft gemacht habe, aber sowas ist immer heikel. Vor allem, wo ich jetzt vor den Feuerquallen völlig Angst habe, dann ist es mit mir definitiv aus. Ey, guck mal. Jetzt aber schnell hier rein. Und dann bin ich mal gespannt, was mich drinnen erwartet. Oh, erstmal gar nichts, klar. Aber ich hätte ein wenig Feuerschutz. Hammerhart. Sehr, sehr spektakulär. Ich mache aber direkt mal ein Bild. So. Klasse, aber ich frage mich, was mit den Feuerquallen los ist. Keine eine. Mobs sind aber an. Ich bin nicht auf Peaceful. Naja. Gut, Leute, wir haben es auf jeden Fall in den Nether gemacht. Ja, wir haben es geschafft und ich freue mich, dass ihr dazu geguckt habt. Ich bin sogar bis zu der Festung jetzt vorgedrungen. Das hätte ich mir jetzt selber überhaupt nicht zugetraut. Gut, ich muss immer noch heil nach Hause kommen. Das ist noch das nächste Problem. Ich schätze mal, ich werde einfach mal den Weg schon mal verbreitern. Das ist etwas, was ich tun kann. Okay, dann haben wir das eben auch geklärt. Es gibt durchaus Feuerquallen in meinem Nether. Okay. Und die werden mir die Brücke wirklich unterm Hintern wegschießen. Und über mir höre ich auch schon den Blaze. Ich glaube, ich habe mich hier gerade ziemlich in die Falle navigiert. Und deswegen mache ich jetzt auch mal besser Schluss für heute. In der nächsten Folge werdet ihr schon noch früh genug erfahren, was aus mir geworden ist. Ihr könnt auf jeden Fall mal ein paar Stoßgebete für mich sprechen. Kann ja nicht schaden. Und dann wünsche ich euch mal viel Vergnügen. Macht's gut. Ne? Und ja. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich es zurückschaffe oder nach oben. Bis zum nächsten Mal. Schlotter. Na gut.